Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Angezockt. Von euch wurde gewünscht, dass ich öfters mal irgendwelche Sportspiele mache, oder vor allen Dingen Baseball, nachdem ich mir letztens so abgelust habe. Das mache ich jetzt hiermit. Ich werde das in 4K spielen, HDR habe ich aus auf der Playstation, weil ich sie am Monitor dran habe. Ich werde es nicht rendern, nicht bearbeiten, gar nichts. Ich werde reines Gameplay-Material ungeschnitten hochladen. Deswegen auch kein Trailer, kein Outro, kein gar nichts. Damit ihr so nah wie möglich am eigentlichen Spiel dran seid, vor allem grafisch mäßig. Catch, run, zip, crack, pop, whoosh, throw, hit, catch, run, zip, crack, pop, whoosh. Oh. Mal gucken. Mausi, die Energy ist für mich. Ja, ich weiß. Ich weiß. Guten Morgen. Ist das wieder alles nur in Englisch? Favoritenthema. Red Sox. Ist ja gut, Mann. Everybody, I'm Dan Plesac and welcome to MLB The Show. Oh, Mets, das war doch von King of Queens hier, von Duck, die Mannschaft, also die Lieblingsmannschaft. To MLB The Show. Let's explore all of the gameplay options to help you decide which options are best for you. To use directional hitting, move the left stick in any direction, then press X for a normal swing, circle for a contact swing, or square for a power swing.
Egal. Ich hau den immer darüber. Nochmal versuchen. Ist doch gut, Mausi. Ist doch gut. Yes. To use default base running, hold L1 to advance all base runners. Press R1 to retreat all base runners. To control a specific base runner, move the left stick toward. Jetzt macht das. Achso, ich muss mit dem Bein steuern, okay. To use meter pitching, select a pitch type and location, then press X to start the meter. At the top of the meter, press X to determine your throw power. Finally, when the meter changes directions, press X. Das habe ich noch nicht gemacht. When using button accuracy throwing, it's important to hold the button of the base you'd like to throw to before. Gut, Mausi. Da muss man sich echt schnell entscheiden. Oh, ist gut, Mausi. Ist gut. Weiß mir noch die Tätze vom Kopf, Mensch. Was ist denn mit dir heute los?
ganz gut erklärt, wenn das alles nur in Englisch ist, ey. Scheiße. Also übers Tutorial kommen wir garantiert nicht hinaus. Das ist mir zu kompliziert. Nee, machen wir mal da unten hin. Batting second, the third baseman, Yoel Moncada. Designated hitter, Jose Abreu. Ah, scheiße. Ah, scheiße. Eine goldene Trophäe, so ja. The final line score for this afternoon's ball game. For the victorious Boston Red Sox, one run on just one hit, no errors, and they left no runners on base. Time of the ball game, a swift 2 hours and 19 minutes. Thank you for joining us here this afternoon, and we remind you to please drive home safely.
Wenn hier so viele Musikdinger drin sind, ey. Na wirklich alles auf Englisch. Importmusik. Scheiße. Kann man nicht sagen, irgendwie Musik aus? Jukebox. Also cool gemacht ist es auf jeden Fall mit der Jukebox und so. Und dass da so viele Titel drin sind, dass man seine eigene Musik auch nehmen kann. Ausgemacht. Ich hoffe, das bleibt jetzt auch aus. Aber wir haben nichts mit auf Deutsch stellen. Das finde ich verdammt schade. Dann würde man auch mitkriegen, was man hier machen soll. Ich finde das auch geil mit den Bildern, damit die so die einstellen. Die Einstellungsdinger hier überlappen, seht ihr das? Dass sie dann so ein bisschen hochkommen. Also Menü haben sie schon cool gemacht, muss ich echt sagen. Ja. Hier dann halt ohne, aber kommt auch so ein Stück hoch. Also das sieht schon cool aus. Haben wir denn Punkte, um was zu öffnen? So, dann müssen wir in den PlayStation Store. Da gibt es natürlich das nicht. Dann machen wir mal Play Now. Online will ich nicht spielen. Gar nicht mal so schlecht mit dem Schwarz. Die Streifte sieht so knastmäßig aus, das nicht. Das mit dem weißen Socks drauf, das gefällt mir. Oh, hier noch was dunkles, was hier. Oh, wir können das komplett anpassen, ist ja auch geil. Die so ein bisschen knastmäßig aussehen mit den Strichen, ey. Ja, nehmen wir das Cap. Das nehmen wir. Und Stadion nehmen wir jetzt. Das. Müsste von den Socks aus sein. April.
ist gar nicht so gut. Mal spannend. Wird garantiert komplett ablosen. It's time for baseball on MLB Network. Ought to be a good one here between the St. Louis Cardinals and the Chicago White Sox. PlayStation 2 damals war noch cool, sieht die Kopie so aus. Sehr geil. PlayStation 2 Zeiten damals waren noch cool. Da gab es auch einige Baseballspiele, die deutschen Untertitel hatten, oder wenigstens im Menü deutsch war, dass du wenigstens durchgesehen hast, was die von denen wollen. So that brings in the power hitting middle infielder Paul DeJong. Previously against Carlos Rodon, he's 1-for-3. 0-1, here's the pitch. This one skied out toward right. Jay on the run. But it's over his head, and it hops the wall for a ground rule double. Off the bat, it looked like that might bring their first also run of the game across. Tutorial bin ich nirgendwo rumgerannt. Quickly when it hopped over the wall. Everyone gets two bases on a ground rule double, so the runner from... 4-4, hit the base. So bases are empty here with two gone. And into bat next, one of the fastest players in all of baseball, Harrison Bader. First pitch coming, here it is. And a fastball is in there for strike one. He definitely doesn't look himself to start this one. And this lineup needs to be on the attack early and be aggressive. Ich denke mal, ohne mich kommen die auch weiter, wenn ich dann nicht irgendwie versuche, irgendwie einen Ball zu schlagen oder zu fangen. Set for this game from the very first inning. They came out absolutely around and took that great start to another notch in the win column. 12-8 is the way so this sich freuen, St. Louis mit dem Vögelchen da vorne drauf. The first and never looked back. John Gant is credited with the win. Carlos Rodon couldn't get out of the first in this one as he takes the loss. So that just about does it for Mark DeRosa, Dan Plesac, Heidi Watney down on the field, and the rest of our crew. I'm Matt Vasgersian. Thanks for watching MLB Network. Here this afternoon. Daytime baseball here on MLB. Carlos Rodon will get the starting assignment in this one. Also jetzt bin ich schon bei anderen. Also so ist natürlich auch nicht schlecht. Kann man sich zurücklehnen und die machen lassen.
Ja. Kann man noch schnell durchspielen? Auch nicht schlecht. Ja, ich will dich doch. Jetzt habe ich gewonnen. Seht ihr, wenn ich nicht mitspiele, sondern einfach nur sage weiter, weiter, dann gewinnt die auch. Manchmal, ich komm, geh doch mal rüber hier. Ich bin hier noch drin. Juan Manaya earns the victory on the mound. So that's a wrap for us in this one. Mark DeRosa, Dan Plesak, Heidi Watney, Matt Vaskirjan, we all thank you for watching Major League Baseball on MLB Network. Also jetzt kann ich auch kein Replay machen, weil... Ja. Was denn? Daytime Baseball here on MLB Network. Today we've got a good matchup in store between the St. Louis Cardinals and the Chicago White Sox. Immer machen wir heute noch. Schauen wir mal sehen, was passiert hier. Also wenn ich nicht mitspiele, gewinnen sie auch. Aber hier kann man auch nichts einstellen, oder? Kann man hier noch irgendwie, kann jetzt nur sagen. Also ich habe jetzt End of Game gedrückt und jetzt läuft das hier durch. Ich kann hier jetzt nichts mehr machen. Skip könnte ich noch. Dann geht's schnell durch. Und die gewinnen wieder. Gut. Finishes 4-1 today. The White Sox posted a 3-run first to propel them to the win. Carlos Rodon is the winning pitcher of record. Miles Michaelis was only able to work 4 innings as he takes the loss. First for the victory. MLB Network welcomes you. Carlos Rodon is ready to go as he'll be on the mound for the Southsiders. Dan, any thoughts? Hey, we're getting a chance to look at a guy that is a little bit up and down throughout points. Ist denn nicht schon wieder die gleichen? End of Game. Skip. Man, that was definitely that's what's going to make it even more satisfying. They take it in 12 innings on the road, and it's all. MLB Network welcomes you in. Ja, doch immer irgendwie die gleichen. Dann machen wir einfach mal ein Next Inning. Next Inning. Next Inning. Next Inning. In a group from the first inning and he just kept this thing rolling and Komm, rolling and rolling. Nicht mehr raus. They couldn't get anything going against him. A first dominant performance with a complete game shutout. 4-0 the score this afternoon. The Redbirds led this game from the third inning on and never wavered. Miles Michaelis takes over. Wenn das jetzt noch in Deutsch wäre, dann wo man wenigstens durchsehen würde, was man hier alles vor sich sieht, dann wäre das natürlich noch viel cooler. Mark DeRosa, Dan Plesak. Ah, jetzt kann ich selber, okay. Color. Was haben wir denn hier? Wo war das? Achso, das ist das unten drunter. Oh, dann nehmen wir schwarz-rot, so wie bei Destiny. Schwarz-rot oder schwarz-weiß. Nehmen wir schwarz-weiß. Gucken, wie schwarz-weiß aussieht. Schwarz-weiß hat auch was. Aber
Schwarz-Rot sieht gefährlicher aus, so. Dark-mäßig so. So, nehmen wir das Schwarz. Teamname. Gibt's jetzt beim Football nur, aber egal. Nee, ich mach's normal. Oh Gott. Teamname. Nee, Musik wollen wir nicht haben. Ich stehe, glaube, für Chicago. Keine Ahnung. Ich schreibe einfach mal Odin rein. Bescheuert. Ja, ich sehe dich doch. Machen wir mal Odi. So. Kann ich auch ein Logo aussuchen? Ach, ich konnte gar kein Logo aussuchen. Ich wollte doch noch ein Logo aussuchen. Ich habe keine Ahnung, was ihr von mir wollt. Wenn man jetzt noch ein Logo hätte wählen können, wäre das cool. We've got a contest that'll take us back in time tonight. But in now, Colby Rasmus. Ah, geil, Manager. Now batting, the right fielder, Colby. Matt Shoemaker will get a chance to really deliver off the bench here as he'll pinch hit with the bases loaded and nobody out. Strike one to start the at bat. He has a great opportunity now to break this tie, but I'd imagine at least the corners will be playing in here. The 0-1. Adam reaching at thin air that time, and he's very quickly down 0-2. Well, he's hoping to be a hero and drive in the winning run, but that swing tells me he's a little too amped up. You don't chase a pitch that badly if you're playing within yourself. Bregman is over, and he puts it away for the first down. Now batting. Ready for another shot now. Willie Adams. He's looking to bring home the winning run from third. Here's the first pitch. Well out in front of the breaking ball there for a strike. As a hitter, you know the pitcher's trying to work you down around the knees in a double play situation, so making him get a pitch up and actually in the zone is a must. He'll make the catch, but it ought to be academic now. And they're going to walk off here with a 6-5 victory.
Here now is our final line score. First for your victorious home team. 6 runs, 11 hits, no errors, and they left no runners on base. Time of the ball game, 3 hours and 27 minutes. Thank you for joining us. Ich bin echt grottenschlecht da drin. Will ich hier auch erstmal einen Schlussstrich ziehen. Die Grafik ist gut, es macht auch Spaß, aber wenn du nicht weißt, was du machen sollst, weil alles auf Englisch ist und nicht mal ein deutscher Untertitel, aber nicht mal das Menü in Deutsch ist, ist schon kacke. Ist meine Meinung. Wenn das jetzt auf Deutsch, also wenigstens das Menü und das drumherum, was, können ja Englisch sein und die Stadionsprecher können auch Englisch sein, das da nicht, aber das Menü in Deutsch und was man machen kann und die Erklärung und die Beschreibung, das ist alles in Deutsch. Das wäre geil. Aber wenn jetzt alles in Englisch ist, ist es auch kacke. Ich zum Beispiel kann nicht gut Englisch, kann ja auch nicht Englisch. Ja, ich bin da raus, muss ich sagen. Aber ich denke mal, ganz vielen von euch wird es gefallen, weil haben ja auch einige geschrieben, machen nochmal so ein Ding und Baseball ist cool und so. Ich weiß auch von einigen, dass die das sich geholt haben damals, wo wir das Baseballspiel angespielt haben und begeistert sind. Ich kann dazu jetzt keine Meinung sagen. Also ich kann nur sagen, Grafik sieht, okay, sieht gut aus, mit der Jukebox das ist gut. Auch, dass man seine eigene Musik nehmen kann, das finde ich richtig cool. Aber bemängelnswert ist wirklich, dass auch das Menü in Englisch ist. Da würde ich mir wünschen, dass es wenigstens mal in Deutsch kommt, dass man da auch weiß, was man machen soll und die Erklärung lesen kann und weiß, ah, das will er. Ah. Aber nichtsdestotrotz ziehe ich jetzt hier einen Schlussstrich. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, ein Däumchen wert, Träumchen, wenn ihr Fragen habt, in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Haut da rein, Ahoi. Sagt euer Odin.